Der FC Gütersloh, das war ja anfangs mal ein Geheimfavorit. Und glauben Sie mir, die Jungs von Hannes Linsen können sich kaum mehr an ihre letzte Niederlage erinnern. Wir wollen eine kleine Nachhilfe liefern. Vor exakt einem Vierteljahr hat es den FCG zuletzt erwischt. Daheim war es beim 1:2 gegen den SC Freiburg. Seitdem wird von dem Wort geheim Buchstabe für Buchstabe abgestrichen. Jetzt ist nur noch Favorit übrig. Bin gespannt, wie das Team von Hannes Linsen mit dieser Bürde fertig wird. Klarer Favorit sogar waren die Ostwestfalen heute gegen den so auswärts lahmen SV Meppen. Und mehr noch, am Gütersloher Heidewald denkt man sogar schon weit über den heutigen Tag hinaus. Hansi Küpper weiß mehr. Vor 5 Jahren war Gütersloh noch Viertligist. Jetzt träumt Manager Volker Graul von der Bundesliga. 4 hochkarätige Zweitligaspieler stehen auf seiner Wunschliste. Auf dem grünen Rasen und im Transfergeschäft ist Gütersloh inzwischen einer der Großen der zweiten Liga. Einer kehrte zurück ins Team, Christian Meyer, zuletzt rot gesperrt. Gütersloh in puncto Aufstellung sorgenlos. Meppen ohne Kluge, Deters, Marell, Vorholt und Müri. Und dann Gütersloh in der 3. Minute mit der ersten Chance. Tschiedl und David Wagner. Das musste das 1:0 für die Gütersloher sein. Er weiß es ganz genau. David Wagner zeigt allen, dass es die hundertprozentige Torchance nicht gibt. Wagner, so etwas wie der feste Sturmpartner inzwischen von Angelo Fier. Papić auf der Bank, Löwen nicht im Kader. Und Wagner, spielfreudig und abschlussschwach. Er drehte mächtig auf in den ersten Minuten. Für Meppen war es eine Warnung. Trainer Paul Linz reagierte, stellte Prus gegen Wagner. Rose fortan gegen 4. Dann Gütersloh mit einem kleinen Hänger. Wir sind schon in der 20. Minute. Regisseur Weidemann. Und nicht gerade ein Härtetest für Stefan Brasas. Danach wurde es schmerzhaft für Frank Scharpenberg. Das ganz, ganz hohe Bein von Markus von Aalen. Und natürlich Freistoß für die Gütersloher. Frank Scharpenberg gerade noch am Kinn getroffen und dann schon wieder zur Stelle. Super Volley, super Parade von Stefan Brasas. Der Freistoß von Flock, die Kopfballabwehr von Thomas Böttcher. Dann Scharpenberg und Stefan Brasas, 202 cm hat er, jeden hat er hier gebraucht. Meppen bis dahin ohne jegliche Offensive, das sollte sich ändern. Und wer zeigte plötzlich, wo es lang geht? Ausgerechnet Jens Tschiedl. Rückpass der gefährlichen Sorte, aber Stendel kommt zu spät gegen Matisek. Hannes Linsen, aufgebracht in dieser Szene, macht mir den Gegner nicht stark. Dann Daniel Stendel, der beste Meppner bisher in dieser Saison und sein Super-Solo. Die erste rausgespielte Möglichkeit für die Gäste und Adam Matisek sauer auf seine Hintermannschaft. Daniel Stendel, 6-mal hat er schon getroffen in dieser Saison und diesmal fehlte nicht viel. Durch die Beine von Scharpenberg. Zentimeter. Dann erneut die Gütersloher, Freistoß und immer wieder suchten sie einen. Jens Tschiedl, die 44. Minute, Tschiedl auf Angelo Fier, das 1:0 für den FC Gütersloh. Für Angelo Fier, Saisontreffer Nummer 6 und er weiß, bei wem er sich zu bedanken hat, bei Jens Tschiedl. Die Kopfballvorarbeit des einen Langen, der Kopfballabschluss des anderen Langen. Zum 5. Mal eine 1:0-Führung durch 4 und auf der Tribüne Markus Feinbier. Auch er soll einer der Wunschspieler bei Gütersloh sein. Bestätigt wurde das heute im Heidewald nicht. Der zweite Durchgang, die 55. Minute, Weidemann, aber dann schießt der lange Schwarzhaarige mit dem weißen Schuh. Jens Tschiedl, auch heute wieder einer der Besten. Ihm droht eine Achillessehnen-Operation. Das Meppener Aufbäumen blieb zunächst aus. Stattdessen Gütersloh mit Flock und erneut Stefan Brasas.
Janosz Dziwior hier noch beim Einwurf. Und dann startet er durch. Gute. Und da ist er, Janosz Dziwior. Heute im linken Mittelfeld aufgeboten. Ansonsten spielt er ja auch Manndecker. Und da hatte er sich die Ecke genau ausgesucht. Aber auch hier ein Meter fehlte. Weidemann. Erneut Janosz Dziwior. Vertändelt. Die Zuschauer fühlten sich erinnert an so manche Gütersloher Darbietung in dieser Saison. Auch da wurden die Chancen nicht genutzt. Und dann wurde irgendwann wieder gezittert. Wir sind schon in der 80. Minute. Daniel Stendel und Adam Matisek. Meppen inzwischen mit Toben, Ugro, Klaassen, Stendel. Das ist die geballte Offensivkraft auf dem Papier. Und jetzt kam sie in der Tat, die Schlussoffensive. Achten Sie auf den linken Bildrand. Ugro gegen Lewe. Der Unparteiische steht direkt daneben. Und er sieht diesen Schubser von Lewe und er gibt Freistoß. Und Andreas Helmer ist ein Spezialist für Standardsituationen. Und Adam Matisek ist ein Spezialist auf der Linie. Das Bangen hatte begonnen beim FC Gütersloh. 75 Minuten war nichts zu sehen vom SV Meppen. Und jetzt plötzlich nur noch die Emsländer. Klaassen. Und Robert Toben und erneut Adam Matisek. Er hält das 1:0 fest. Gütersloh bleibt zum 10. Mal unbesiegt, gewinnt zum 4. Mal in dieser Saison mit 1:0. Dank eines erneut überragenden Adam Matisek und dank eines Angelo Vier. Der hat nämlich zum 4. Mal in dieser Saison das Golden Goal geschossen. Einer auf dem Weg zum Mr. Goldenes Tor. Ja, sicherlich freut man sich darüber, das ist ganz klar. Aber mir wäre es auch lieber, wir gewinnen 2 und 3-0 und entscheiden das Spiel vorher. Aber im Endeffekt ist das ein Verdienst der ganzen Mannschaft. Und wir spielen sehr gut zurzeit und ich profitiere natürlich davon. Und ich freue mich natürlich, dass ich die Tore mache. Wir haben da vorne hin immer den letzten Pass richtig gespielt, sind immer wieder abgefangen worden. Und dadurch haben wir nie Druck nach vorne bekommen. Und daher haben wir dann versucht, Druck zu machen. Das ist auch noch gelungen, aber Moment. Der SV Meppen und Paul Linz müssen sich damit vertraut machen, dass es gegen den Abstieg geht in dieser Saison. Das wird sicherlich nicht ganz einfach für die Männer aus dem Emsland. Aber was ist mit dem FC Gütersloh los? Wer kann diese Jungs noch stoppen aus Ostwestfalen? Ich glaube, wir müssen mal nachfragen. Wir schalten mal zurück nach Gütersloh und treffen Hannes Linsen, den Trainer. Guten Abend. Darf ich Erfolgstrainer sagen? Nehmen Sie das an? Guten Abend, Herr Polster. Ja, klar, wir gewinnen andauernd, verdächtig oft und das ist schon eine schöne Sache. Sie sind ein Meister der präzisen Zusammenfassung der Dinge. Wie sehen Sie das Spiel heute? Ja, wir haben 70 Minuten ordentlich gespielt, für unsere Verhältnisse nicht gut und 20 Minuten gezittert, aber insgesamt waren wir die bessere Mannschaft und an dem verdienten Sieg gibt es keinen Zweifel. Nun möchte man ja gerne wissen, woran liegt das, dass Sie doch relativ oft die bessere Mannschaft sind. Liegt es einfach daran, dass Sie die Mannschaft so geschickt verstärkt haben oder liegt es auch einfach daran, dass diese geschickten Verstärkungen fast alle irgendwie Bundesliga-Erfahrung haben? Ja, wir standen vor der Saison in einer schwierigen Situation. Wir mussten unsere besten Spieler verkaufen, weil wir Geld brauchten, um die Lizenz zu bekommen. Und dann haben wir 10 Leute gekauft und das hat erstaunlich gut geklappt. Wir haben für 10 Leute hat unser Manager knapp 300.000 Mark ausgegeben und erstaunlicherweise sind die meisten sogar gut. Und Ihr Manager ist aber noch ein bisschen länger bei Ihnen oder haben Sie Angst, dass der demnächst woanders managt? Nein, wir haben der Präsident Dr. Krämer, Manager Volker Graul und ich, wir haben gesagt, wir wollen das hier noch 1,75 Jahre machen und wollen versuchen nach oben zu kommen und wollen das gemeinsam durchziehen. Nun hat man ja für solche Dinge auch immer Pläne in der Schublade und Gedanken im Kopf, nach oben zu kommen. Was heißt das denn konkret für den FC Gütersloh in dieser Saison? Ja, in dieser Saison wollen wir so gut wie möglich spielen, wollen uns dann mit 3, 4 Leuten verstärken und wollen dann im nächsten Jahr angreifen.
Die andere Sache ist natürlich die, haben wir am Ende der Hinrunde, jetzt haben wir 24 Punkte, haben wir 28, 29 oder 30 Punkte sogar, dann können wir natürlich nicht sagen, so Jungs, jetzt wollen wir in der Rückrunde 11 Punkte holen, um mit 41 Punkten nicht abzusteigen. Dann müssen wir uns Gedanken machen, ob vielleicht mehr drin ist, möglicherweise, ob wir uns nochmal verstärken können. Aber wie gesagt, zuerst wollen wir die letzten vier Spiele nochmal spielen, so viele Punkte wie eben möglich holen und dann setzen wir uns zusammen und machen uns Gedanken, ob wir für eine neue Zielsetzung, eine andere Zielsetzung in Frage kommen. Setzen Sie sich auch mit einem Blonden zusammen, der heute im Stadion gesehen worden ist, zum Beispiel mit Markus Feinbier vom Wattenscheid 09, einem doch brandgefährlichen Torjäger? Ja, Markus Feinbier ist ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler. Unser Manager hatte ihn schon vor der letzten Saison unter Vertrag, seitdem bestehen Kontakte zu ihm, aber er ist Spieler der SG Wattenscheid und wird da sein Bestes geben, dass Wattenscheid nicht absteigt. Wie das am Ende der Saison aussieht, muss man mal gucken. Und dann gibt es noch einen anderen Namen, Klaus-Dieter Wollitz. Auch der wird mit dem FC Gütersloh gerne und immer wieder in Verbindung gebracht, allerdings auch mit St. Pauli. Müssen Sie da mit den Hamburgern falschen? Ja, es ist ja so, ne? Uli Hoeneß wird gelobt, dass er jetzt schon drei neue Spieler für die neue Saison hat. Bayern München hat Geld, Titel und Tradition. Wir haben kein Geld, keine Titel und keine Tradition. Deshalb müssen wir schlauer sein. Es wäre schlecht, wenn wir jetzt nicht schon den einen oder anderen Spieler für die neue Saison unter Vertrag hätten. Wir machen uns Gedanken. Wollitz ist ein Thema, aber er hat Vertrag bei Bayer Oerdingen. Hat bei uns gab es nur lockere Gespräche. Konkretes ist noch nicht, aber wir planen auch schon weit im Voraus. Weil wenn wir nicht schlau sind, sind wir in zwei Jahren nicht mehr da. Wir werden Klaus-Dieter Wollitz zu dem Thema nachher auch noch hören, nach dem